Guten Abend zu Schleswig-Holstein 18 Uhr am Donnerstag. Dieses Gelände hier am Wikingturm in Schleswig soll eigentlich saniert werden, denn die giftigen Reste einer alten Teerpappenfabrik belasten dort seit Jahrzehnten die Schlei und auch das Ufer. Eigentlich hatte das Bundesverkehrsministerium zugesagt, den Großteil der Kosten zu zahlen, doch das Thema steht in Berlin plötzlich nicht mehr auf der Tagesordnung. Ja, und während heute viele im Bikini schon draußen in der Sonne liegen, treffen sich CDU, Grüne und FDP in Kiel wieder mal hinter verschlossenen Türen. Zum ersten Mal beraten die drei Parteien in einem Kieler Hotel gemeinsam darüber, ob sie tatsächlich zu dritt weiter regieren wollen. Geht es nach CDU-Landeschef Daniel Günther, dann bleibt es ja bei einer Fortsetzung von Jamaika. Wer bei uns im Land abgeschoben werden soll, der kommt seit vergangenem Jahr in die Abschiebehaftanstalt nach Glückstadt. Dort ist momentan ein Mann aus dem Iran im Hungerstreik, um gegen seine Abschiebung zu protestieren. Laut einem Sprecher des Landesamts für Zuwanderung und Flüchtlinge werde er medizinisch überwacht. Auf Antrag der Ausländerbehörde hat ein Richter den Aufenthalt des Irakers bis nächsten Freitag verlängert. Ja, für Bundeswehrsoldaten ist es ein ganz besonderer Tag, wenn sie bei ihrem Gelöbnis einen Eid auf die Verfassung ablegen. Rund 200 Soldatinnen und Soldaten sind dafür heute zum Büsumer Hauptstrand gekommen, um dort öffentlich ihr Gelöbnis abzulegen. Bis in den späten Abend noch lange draußen sitzen, das ist jetzt wieder drin. Und nach dem lauen Sommerabend gestern ging es heute auch noch sommerlich weiter. Wem das jetzt schon zu heiß ist, der kühlt sich einfach ab mit Eis. Wie viel Abkühlung wir in den kommenden Tagen brauchen oder ob die ganz von alleine kommt, das weiß Meno. Ja, mal was anderes als Sonne oder Blumen ist zum Schluss der Sendung auch nicht schlecht, hat sich unsere Zuschauerin Susanne Kreding aus Schönberg gedacht und uns dieses schöne Bild geschickt. Wind und Wasser gepaart mit tollem Licht am Strand in Hohenfelde. Ziemlich künstlerisch, wie ich finde. Ihnen damit einen schönen Abend. Wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen, hier um 18 Uhr. Bis dahin. Tschüss.